Feiertag in den USA, Ausnahmezustand in Frankreich, alles, was ihr jetzt wissen müsst. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr wisst es vielleicht schon, ihr lest die Nachrichten. Frankreich herrscht Ausnahmezustand, kriegähnliche Zustände auf den Straßen. Was bedeutet das fürs Trading, egal ob kurzfristig oder langfristig? Das bedeutet natürlich, dass unvorhergesehene Sachen passieren können, ne? Bedeutet, es kann einen extrem starken Anstieg an Volatilität geben. Das heißt, die Märkte können extrem dynamisch werden. Es kann das Gegenteil auch eintreten, dass die Märkte einfach in eine Schockstarre gehen, weil deutlich weniger Marktteilnehmer bereit sind zu handeln. Dazu kommt noch, wir haben morgen den 4. Juli, Unabhängigkeitstag in Amerika, bedeutet Brückentag am Montag bei den meisten Tradern in Amerika. Wir sehen es auch im Hintergrund im ES. Er bewegt sich kaum. Wir haben sehr viel Volumen pro Tick. Markt ist extrem langsam. Morgen sind die Märkte zu, bedeutet, tradet nicht mehr, genießt den US-Feiertag. An US-Feiertagen würde ich mir empfehlen zu handeln. Aktuell mit der Ausnahmesituation, die wir in Frankreich haben, muss man besonders vorsichtig sein, wenn man europäische Einzelaktien oder europäische Indizes tradet. Die reagieren natürlich vermehrt stärker auf solche Ereignisse. Deswegen, wenn man risikoarm traden will, würde ich immer raten, wenn solche Krisenherde in einem Land sind, das den ganzen Kontinent, in dem Fall Europa, ein bisschen zu meiden, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und keine europäischen Assets zu traden, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und einfach nach dem 4. Juli, also ab dem 5. Juli, ganz normal amerikanische Assets weiter zu handeln und einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil einfach natürlich in den nächsten Tagen vielleicht noch irgendwas passieren kann, vielleicht noch nicht, vielleicht beruhigt sich das Ganze wieder, man weiß es nicht, aber Kapitalschutz ist immer das Wichtigste, deswegen, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, vorsichtig sein, Märkte meiden, Alternativmärkte traden. In dem Fall, amerikanische Märkte sind immer die besseren Märkte. Tradet einfach ganz normal den ES Future. Da macht man nie was falsch. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten hoffe ich, ihr seid gerade nicht in Frankreich. Euch geht's allen gut. Und genießt den amerikanischen Feiertag. Macht's gut. Ciao, ciao.